Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zum weiteren Teil von Carpe Diem mit Selbstmitgefühl. Das Mal werden wir Selbstmitgefühl und Selbstliebe zum Thema haben, und zwar mit einer aktiven Meditation. Und für die, die noch nie aktive Meditation gemacht haben, das ist das Mal etwas im Stehen und wo man mit Musik in Bewegung geht. Also stell sicher, dass du genug Platz hast, falls du das Zweite bist, dass ihr genug Abstand habt voneinander. Und wenn ihr das Zweite sind, wäre es gut, wenn ihr den Augenbinden tragen würdet, dass ihr wirklich ganz bei euch könnt sein könnt. Und die aktive Meditation machen wir mit geschlossenen Augen. Ja, aber zuerst kommst du mal Hüftbrett an. Wenn es möglich ist, gerne barfuß. Das ist viel einfacher. Und dann stehst du Hüftbreit anstehen, deine Aufmerksamkeit als erstes Mal auf deine Füße richten. Und mach mal als erstes ein paar tiefe Atemzüge. Um bei dir, in deinem Körper und im Kontakt mit den Füßen ankommen. Genau. Und dann schau mal, wie geht es dir jetzt gerade in deinem Körper? Vielleicht bist du noch müde oder voller Energie. Energievoll, bewegungsfreudig oder eher schlapp. Stell das einfach mal für dich fest, registriere das. Und dann schau, was für eine Beziehung hast du gerade zu deinem Körper? Ist das eine freundliche, liebevolle Beziehung? Dann ist das wunderbar. Aber vielleicht ist heute, jetzt gerade in diesem Moment, deine Beziehung zu deinem Körper nicht so innig und nahe oder freundschaftlich. Vielleicht findest du gerade, so wie du aussiehst, wie dein Körper aussieht, ist nicht recht. Er ist zu wenig fit. Oder was auch immer. Und dann schau mal, ob es dir möglich ist, für die nächste halbe Stunde einfach so ein wie ein Waffenstillstand, machen mit dem Körper. So ein Friedensabkommen. Du musst deinen Körper jetzt gerade nicht lieben. Es reicht, wenn du einfach kannst für jetzt gerade, für diesen Moment, ihn so nehmen, wie er ist. Und einfach ein Ja geben, so wie dein Körper in diesem Moment ist. Selbstliebe heisst nicht, dass du alles, was du bist, gern hast oder liebst. Selbstliebe heisst einfach aufhören, gegen dich selber zu kämpfen. Und wenn du gerade in einem Zustand bist, der eher schwieriger ist mit deinem Körper, vielleicht hat er Schmerzen, mega Anspannungen, Unwohlsein, dann hilft vielleicht ein bisschen Selbstmitgefühl, so dass du versuchst, deinem Körper mit Freundlichkeit und vielleicht ein bisschen Trost zu begegnen, wie du vielleicht einem geliebten Haustier oder einem geliebten Mensch würdest begegnen, wo es auch gerade nicht so gut geht. Nimm nochmal tiefe Atemzüge. Schau mal, ob du mit jedem Atemzug kannst ein Ja sagen, ein Ja zu deinem Körper. Und als nächstes gehst du zu deinen Gefühlen. Was für eine Stimmung bist du gerade da? Wenn deine Stimmung eine Farbe hat, was für eine Farbe blubbt gerade auf? Und was für Gefühlswörter? Und dann schau mal, ob die Gefühlswörter oder die Gefühle wie ein Gast kannst behandeln. Ein Gast, der einfach jetzt gerade im Moment da ist, deinen Körper bewohnt und dann aber wieder wird gehen. Weil jede Gefühle, das sind einfach wie Wellen, die kommen und gehen.
das bist nicht du. Das ist wie die Wolken im Himmel, die mal das Wetter schöner machen und mal weniger schön, die kommen und gehen. Du bist der blaue Himmel hinter den Wolken. Genau. Schau, ob es dir möglich ist, ein Ja zu deinem Körper finden, ein Ja zu deinen Gefühlen. Und indem du tief schnaufst, ein- und ausschnaufst, jede Zelle von deinem Körper mit so einem Ja zu füllen. Einfach jetzt gerade für diese Übungssequenz. Und wenn jetzt dann gerade Musik anfängt zu spielen, dann fang ganz leicht an, von den Füßen her dich an zu bewegen, zu schütteln. Genau, schüttle deine Beine. Und schau mal, ob es möglich ist, deine Augen zuzuhalten, dass du so wirklich bei dir kannst sein, die Aufmerksamkeit ganz bei dir. Schüttle deine Beine. Genau. Und schau, ob es möglich ist, wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden zu sein. Den Impuls von deinen Füßen kommen zu lassen, aufsteigen lassen. Beine schütteln, Becken schütteln, Schultergürtel, Nacken, Arme. Lass dein Gesicht los, völlig egal, wie du gerade aussiehst. Dein Kiefer loslassen, das sieht niemand. Genau, schüttel dich. Schau, ob es dir möglich ist, all deine Anspannung, deinen Widerstand loszuschütteln, wegzuschütteln. Und vielleicht steigen jetzt einzelne Gedanken auf. Vielleicht auch negative Glaubenssätze über dich selber. Wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Ich bin falsch. Schüttle dich raus. Schüttle dich raus. Weg mit dem. Weg, weg, weg. All die Sachen, die dir vielleicht deine Eltern, deine Lehrer, Freunde, irgendwelche Personen mitgegeben haben auf deinem Lebensweg, dass du zu wenig bist, zu viel bist, zu laut bist, zu leise, schüttel dich raus. Genau. Raus, raus. Und bei jedem weiteren Gedanken über dich, der dich irgendwie beschränkt, kleiner macht, negativ ist, schüttel es raus. Die falsche Schuld. Raus. Die falsche Scham. Wegschütteln. Weg, weg, weg. Einfach jetzt, in diesem Moment. In dieser Übung. Raus mit dem. Yes. Und immer, wenn irgendetwas auftaucht, ein weiterer Gedanke, der dich irgendwie einschränkt, negativ bewertet, kleiner macht, denk einfach Bullshit. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Schmackst du, niemand rum ist, oder auch wenn jemand rum ist, wirst du laut sagen, Bullshit, was ist mit dem? Yes, genau. Befreie deinen Körper, deine Zellen
Glaubenssätze. Es sind nur Glaubenssätze. Deine Gedanken sind nicht wahr. Es sind nur Gedanken. Verbind dich immer wieder mit deinem Atem, schnaufe, wirklich schnaufe. Spür deine Füße auf dem Boden. Raus. Genau. Und schüttle weiter. Schau mal, ob du dich jetzt mit deiner Freude kannst verbinden kannst. Freude, das kannst du schnaufen, dich schütteln. Genau. Was du am Leben willst. Hey, du lebst. Und schütteln weiter. Versuch einfach, dich mit deiner Freude zu verbinden. Und schnauf. Jeder Atemzug, den du nimmst, ist Leben für dich. Jede einzelne Zelle. Du darfst auch lächeln. Dann lass deinen Körper sich einfach so bewegen, wie er will. Jetzt haben wir zum Tanz. Lass die Freude darüber, dass du dich bewegen kannst, dass du einen Körper hast, der sich bewegen kann, aufsteigen. Und schnaufe, schnaufe, nimm die Luft, den Sauerstoff, dich nährt, lebendig macht. Gib dir die Erlaubnis, noch ein bisschen mehr zu schnaufen, als du normalerweise schnaufst. Gib dir die Erlaubnis, die Lebendigkeit zu kommen. Schnaufen. Tief, tief schnaufen. Kontakt zum Boden spüren. Und falls ich jetzt noch ab und zu irgendwie negative Gedanken aufdrängt, weißt du, was das tut? Bullshit. Raus. So wie du jetzt gerade bist, bist du einfach okay. Einfach bei diesem Moment. Die Übungssequenz. Erlaub dir das. Gib dir dein Ja. Schnuff. Freude aufsteigen lassen. Lebendig sein. Grüß Leben in deinem Körper. Schnaufe, schnaufe, schnaufe. Nicht vergessen. Bodenkontakt. Körper. Loslassen, schüttle dich, beweg dich. Bist lebendig.
Du lebst. Du hast das Körpergefäß, das dir hilft, lebendig zu sein. Stell dir vor, du bist jetzt gerade an einem Wohlfühlort. An einem Ort, der für dich wirklich, wirklich gut ist. Vielleicht ist es ein Fantasieort, vielleicht ist es ein realer Ort. Wichtig ist, dass es dein Wohlfühlort ist. Stell dir vor dir geht eine grosse Sonne auf. Und die Sonnenstrahlen treffen dein Herz und heissen dich willkommen. Willkommen mit all dem, was du bist. Deiner Grossartigkeit und Schönheit. Magst du deine Hände, dein Herz legen oder sonst eine Körperstelle, die es dir angenehm ist. Oder dich kannst mit dir und dem Wohlfühlort verbunden fühlen. Und stell dir vor, in dir drin hat es eine Blume, die ganz sanft und sacht durch die Sonnenstrahlen zu blühen kommt. Und wie Knospen ganz, ganz langsam aufgeht. Und dich zum Leuchten bringt. Und dann richte dich entweder im Liegen oder im Sitzen ein und bleib in diesem Bild
der Sonne und deiner inneren Blume. Und schnauf die Sonnenstrahlen ein. Mit jedem Einatmen fühlst du deine Zellen, wie die einzelnen Zellen mit dem Licht und dem Ja von der Sonne. Vielleicht kannst du innerlich für dich den Satz sagen: Ich bin da für mich. Mir wird wirklich gewahr, dass in dir die Fähigkeit angelegt ist, dich zu lieben. Dir beizustehen. Wenn es vielleicht gerade schattig ist in deinem Leben, schwierig ist in deinem Leben. Ich bin da für mich. Und ich verlasse mich nie. Gerade dann, wenn es wirklich schwierig ist. Ich bin da für mich. Vielleicht magst du dich auch selber ein bisschen umarmen, streicheln, so wie es gerade passt für dich. Langsam ausklingt. Und fang in deinem Tempo an, ganz sanft und sacht nach außen orientieren. Wenn du liegst oder sitzt, dich ein bisschen bewegen. Vielleicht ein bisschen recken und strecken. Ohne Rücken werden. Und dich langsam wieder mit außen verbinden. Dann schau nochmal schnell, wie fühlst du dich jetzt gerade in deinem Körper? Wie ist jetzt gerade deine Beziehung zu deinem Körper? Was für eine Stimmung bist du da? Was ist jetzt, taucht jetzt für eine Farbe auf? Und es muss keine andere Farbe sein als vorher. Was für Gedanken oder innere Bilder sind gerade rum? Auch das einfach registrieren, für dich wahrnehmen. Und wie verbunden fühlst du dich gerade mit dir selber?
Und wie verbunden fühlst du dich mit aussen? Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, all meine Lehrer und Lehrerinnen, die mich auf meinem Lebensweg begleitet haben, zu danken. Und jetzt gerade besonders für diese Übung, die drei Lehrer, die mich inspiriert haben für diese Übung. Der Chris Germer, Susanna Dahlen-Kahn und der Veit Lindau. Danke vielmals. Und dir möchte ich danken, dass du dich jetzt auf die Übung eingelassen hast, dass du dabei gewesen bist. Und falls dir das gefallen hat, dann wäre es wunderbar für das IBP-Institut, wenn du die Aufnahme würdest liken, weil das für uns wirklich eine effiziente und sehr kostengünstige Werbung ist. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, ein wunderbares Sein mit dir und vielleicht bis zum nächsten Mal.